Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Homeless Box von MXP. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Homeless von MXP, das Ganze am 8. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wir haben hier eine schwarz-rote Box. Auf dem Cover, auf der Box-Oberseite lesen wir hier den Schriftzug Homeless. Und dieser Schriftzug hat auch noch mehr oder weniger eine Halskette, eine Kette umgehängt mit einem Dolch. Hier oben lesen wir dann noch TBB, also das ist so die Crew oder das Label von MXP, Trauerbubenbande nennt sich das Ganze. Lesen wir auch hier etwas schwer, aber man kann es ungefähr erkennen. Also hier steht Trauerbubenbande, Official the Product, Trauerbubenbande, Official the Product. Die Box ist auf 200 Stück limitiert. Auf der Unterseite haben wir mehr oder weniger einen Barcode. Rechts Homeless, links Homeless und auf der Unterseite MXP abgebildet, wie er sich selbst hier an die Ketten gelegt hat, ist die Frage, aber er ist auf jeden Fall angekettet. Oben links wieder Barcode. Und so sieht das aus. Ja, die Box an sich ist eine recht dünne, so eine Pappbox. Hier oben geht das Ganze dann auf. Hier lesen wir auch nochmal MXP Homeless. Und dann schauen wir uns mal den Inhalt an. So, was haben wir hier? Hier ist noch ein bisschen mehr drin. Geht gar nicht raus. So, aber jetzt ist die Box leer. Machen wir zur Seite und dann starten wir mal. So, wir haben hier einmal eine Halskette, eine Autogrammkarte, einen Sticker. Ein Shirt und zwei Alben. Also nicht nur Homeless, sondern hier gibt es auch noch ein Bonusalbum und zwar Regenwolke. Wir werden mal das Ganze aus der Folie holen. Am besten hier einschneiden. Ebenso die Regenwolke. So, und dann schauen wir mal hinein. So, also, das ist das Album an sich, Homeless. Rechts im Eck wieder der Schriftzug hier, dann links der Barcode mehr oder weniger. Und wir haben hier eine Dame in schwarz-rotem Licht, die hier scheinbar gerade eine Klinge ableckt. Reguläres Jewelcase. Auf der Seite auch nochmal MXP Homeless zu lesen. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. Wir haben hier 16 Tracks an der Zahl. Features kommen unter anderem von Tamash, Donatello oder auch Schoki. Dann haben wir auch nochmal MXP abgebildet mit einem wunderbaren Glücksbärchen-Tattoo hier auf dem Hals zu sehen. Und dann haben wir noch weitere Labels und Logos. Das Ganze ist erschienen über Walk This Way Records. Dann kommen wir zum Booklet. Das ist natürlich auch wieder in Schwarz und Rot gehalten. Fotos. Dann haben wir hier scheinbar... Ah nein, es sind keine Credits, sondern es ist hier eine Widmung oder ein Text. Und zwar lesen wir hier: Ich verliere mich in jeder Drecksnacht, die Gedanken sind pechschwarz. Jemand, der mich so verletzt hat, tiefer als irgendein Messer, schneide ich nur selbst, denn irgendwas in mir will Schmerz empfinden. Ohne diese Zweifel könnte ich mich vielleicht irgendwann noch an was Ernstes binden. Homeless. Also so eine
kurze Einführung hier in das Album, in die Welt von MXP. Dann hier die Infos, also die einzelnen Tracks mit den Produzenten angeführt. Und hier gibt es dann noch weitere Texte und zum Abschluss auch noch die Credits. Also könnt ihr euch gerne kurz anhalten, das Video, und im Detail durchlesen. Homeless. Und dann kommen wir zur CD. Die ist ebenfalls in Schwarz und Rot. So sieht das aus. Und dahinter gefaltene Hände des Interpreten. So, damit nicht genug. Wir haben noch eine zweite CD mit dabei. Und zwar hier Regenwolke. Kommt hier in Schwarz-Weiß, auch in einem Jewel Case. Auf der Seite MXP Regenwolke. Und dann haben wir hier die Tracklist. So, 10 Tracks sind hier mit dabei. Ein Feature von Icarus, Beteiligten, und ein Barcode. Dann schauen wir auch hier mal als erstes ins Booklet. Das ist hier nur so ein einfacher Einleger. Die eine Seite hier, das sind die Credits. Und dann hier wieder ein Foto. Genau, hier lesen wir es auch nochmal. Trauerbubenbande. So, so viel zum Booklet. Dann kommen wir zur CD. In Schwarz und Weiß. Hier oben einmal die Regenwolke abgebildet und dann rundum so ein Stacheldrahtlook. Und hier das, ja, etwas abgewandelte Glücksbärchen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch das Logo von Trauerbubenbande. Dieses Glücksbärchen hier mit dem, ja, mehr oder weniger kaputten Gesicht. Hier die ausgekratzten Augen und das, ja, wie soll man sagen, das Trauerbärchen, nenne ich jetzt mal. Ich nenne es jetzt mal Trauerbärchen. Dann haben wir einen Sticker mit dabei im Hochformat. Der sieht so aus in Schwarz und Rot. Homeless. Dann haben wir eine Autogrammkarte. MXP mit silbernem Stift hier unterschrieben. Und hier auch nochmal abgebildet. Hier oben lesen wir auch wieder Trauerbubenbande. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die Infos zu dieser Box. Die gab es unter anderem bei Basement Place zu bestellen. Ich habe meine bei Distributions bestellt. Dann haben wir eine Halskette mit dabei. Die kommt hier in so einem kleinen Säckchen und ist in Silber gehalten. Und auch hier wieder haben wir das Logo der Gang, den Schriftzug hier TBB. Trauerbubenbande auf der Rückseite glatt, hier vorne geprägt und hier oben dann entsprechend der Verschluss. Also kann man dann hier mit dieser silbernen Kette Trauerbubenbande repräsentieren im Alltag. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt. Und dieses sieht so aus. Also das Shirt mehr so im Manga, im Anime-Stil. Auch hier wieder TBB und Homeless zu lesen. Auf der Rückseite ist das Ganze glatt in Schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Bezüglich der Größe, es gab in diesen 200 Boxen nur L. Also alle Shirts waren einheitlich in L. Es gab keine Größe zur Auswahl. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Es gab zusätzlich noch, wenn man über Distributions bestellt, dann kriegt man auch immer noch Sticker. Ich glaube, ja, ist die Frage, eventuell hätte man die bei Basement Place auch bekommen. Und zwar einmal diesen hier, quadratisch, TBB, und noch diesen hier mit dem traurigen MXP-Comic-Gesicht und zusätzlich noch 3 Distribution-Sticker, die hatte ich so oben drauf. Also die bekommt man, glaube ich, bei den anderen Anbietern natürlich nicht, aber ich glaube, diese beiden hier sind eventuell auch bei den anderen Anbietern dabei. Gut, also wir haben in dieser Box einmal das Shirt in Größe L. Dann die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Ebenso im Hochformat wie dieser Sticker. Ist beides A6, glaube ich. Dann natürlich die Halskette, die Trauerbubenbande Halskette.
Regenwolke, die Bonus-CD mit 10 Tracks im regulären Jewelcase und natürlich das Album an sich, Homeless, ebenfalls im Jewelcase mit 16 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Homeless von MXP. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MXP unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.